Hallo alle zusammen, ich habe ja das Cat 8 LAN-Kabel, was ich kurz vorstellen möchte. Einerseits ist natürlich immer wichtig, wie flexibel ist dieses Kabel und man kann es ja, biegen, ohne dass hier etwas kaputt geht. Das ist schon mal sehr schön. Ist also perfekt geeignet, um etwas zu verlegen, zum Beispiel unter dem Teppich oder an Türen entlang. Also das kann man gut biegen. Das Zweite, was wichtig ist bei diesen LAN-Kabeln, ist natürlich der Stecker selbst. Ich achte immer hier vor allem auf diesen Plastikschnapper. Der muss geschützt sein. Ist der auch hier einfach, wenn der abbrechen sollte, dann ist der nicht mehr so fest in der Steckdose drin und man kann das Kabel nicht mehr so gut verwenden. Also hier gut mitgedacht. Das Kabel selbst, also ich würde sagen, eine ordentliche Qualität. Man erkennt aber hier, dass es sich eher um ein etwas günstigeres Kabel handelt. Diese Stecker sind aufgesteckt. Das ist jetzt kein echtes Qualitätsmerkmal, also ist nicht schlimm, aber gibt man die doppelte oder dreifache Menge aus, finde ich, gibt es hier beim Stecker noch etwas bessere Verarbeitung. Ist aber nicht notwendig, man wird hier die gleiche Geschwindigkeit bekommen mit diesem Cat 8-Kabel wie mit einem teureren. Gut, dieses Kabel ist doppelt aufgewickelt, damit es gut transportiert werden kann, ohne dass man hier besonders viel Platz verbraucht. Was mit dem Kabel mitgeliefert worden ist, sind diese Nägel. Und mit diesen Nägeln, ich zeige es mal kurz, kann man das Kabel an der Wand befestigen, zum Beispiel um eine Tür herum oder ja, an der Decke entlang, das ist möglich.